Du, neues Video, jetzt! Wer sind Sie und wie kommen Sie hier rein? Abgesehen davon weiß ich noch nicht mal, was für ein Video ich machen soll. Ich überlege doch die ganze Zeit. Dann mach eben ein FAQ-Video. Das machen alle, die keine Idee haben. Gut, dann mache ich den Scheiß eben. Wird sich sowieso keiner ansehen. Guter Mann. Ja Leute, es muss ein neues Video kommen, also hier ist es, das FAQ-Video, das erste auf meinem Kanal. YouTube habe ich tatsächlich, naja, ich sag mal wie jeder andere, irgendwann durch die Masse entdeckt, weil Leute haben ständig darüber geredet, ey YouTube, benutzt das mal, also früher als es noch neu rauskam. Und ja, dann habe ich es einfach angefangen zu benutzen, habe dann auch die ersten Let's Player für mich entdeckt, die ich dann pausenlos geguckt habe. Ich glaube einer meiner ersten ist halt Gronkh gewesen und Keggy. Und später habe ich mir halt überlegt, ja, was wäre eigentlich, wenn du eigene Videos machen würdest? Ja, und dann ist dieser Kanal draus entstanden. Beziehungsweise ich hatte schon 2 oder 3 Kanäle davor, aber da habe ich nur 2 Videos hochgeladen. Die sind nicht wirklich gut geworden. Die sind richtig scheiße gewesen. Guckt euch die nicht an. Ihr werdet sie eh nicht finden. Und dann habe ich halt, naja, irgendwann gesagt, komm, jetzt versuch's es nochmal. Jetzt gibst du dir Mühe wirklich. Ja, und dann hat es einigermaßen geklappt. Ich habe die Unterstützung von Freunden bekommen. Ja, und dann ist es jetzt so geworden, wie es geworden ist. Ja, eine etwas komische Frage allerdings, muss ich sagen, Pokémon. Ich bin kein Pokémon-extrem harter Fan, aber ich würde eher Pokémon sagen. Ich weiß nicht, was eher da war, Pokémon oder Digimon. Ich glaube aber Pokémon. Und Digimon war halt für mich immer so, ja, so ein Abklatsch von Pokémon. Irgendwie. Ich weiß, ich werde mir jetzt hunderte von Feinden machen, die Digimon lieben, aber nee. Nee. Wie gesagt, Pokémon, das war so immer das, was ich schon gespielt habe. Und das letzte war halt Pokémon Schwert-Schild, was ich nicht durchgespielt habe, ich glaube aber als einer von vielen. Und mein erstes Pokémon war Pokémon Blattgrün, das ich auf dem fucking Emulator gespielt habe. Ja, One Piece habe ich angefangen zu gucken, als ich, boah, wie alt war ich da? Ich glaube, 11 oder 12, da habe ich das halt mal im Fernsehen gesehen. Ich war leider keiner von diesen Kindern, die damals von der Schule nach Hause gerannt sind und RTL 2 eingeschaltet haben, um die Animes zu schauen, auf Pokito, glaube ich, so hieß dieses Programm, was RTL 2 damals hatte. Jedenfalls habe ich One Piece nur durch einen Zufall entdeckt. Und zwar lief da der Film über Alabaster, der gar nicht mal so gut ist. Es ist eine gute Zusammenfassung vom Alabaster-Arc, aber mehr auch nicht, finde ich. Genauso wie der Chopper und das Kirschblütenwunder-Film, aber der war nochmal eine andere Nummer. Und One Piece habe ich dann so gesehen und dachte, ja gut, das kann man sich mal geben, aber ich bin da jetzt nicht so ein Fan von. Ja, und jetzt schaut mich heute an. Ich bin der hardcoreste One Piece-Fan, den man sich nur vorstellen kann. Ich kenne zwar jetzt nicht jedes einzelne Kapitel in- und auswendig, aber ich wage schon zu behaupten, dass ich mich damit sehr gut auskenne. Ich würde halt einfach für One Piece töten, so weit würde ich gehen. Nein, würde ich nicht. Zurzeit spiele ich hauptsächlich One Piece Pirate Warriors 4 und versuche gerade alle Level auf dem höchsten S-Rang zu schaffen, was deutlich leichter ist als beim dritten Teil, was schon mal echt gut ist, finde ich. Beim dritten Teil musst du halt 3 Kriterien erfüllt haben und beim zweiten Teil nur 2. Und deshalb ist es leichter. Ich bin nicht so der Hardcore-Spieler, der jetzt so Speedrun-mäßig das ganze Spiel auf 100% in einer Stunde schafft. Schwachsinn. Aber ansonsten, ich spiele es sehr gerne. Und hauptsächlich mit Ruffy, weil der rockt einfach alles, der haut alles um. Ich spiele nicht mal Kaido. Die Hälfte der Charaktere habe ich noch nicht mal gespielt mittlerweile, weil ich komme einfach noch nicht dazu. Ich muss erstmal die ganze Story plus den Traumlog halt fertig kriegen und dann kann ich halt erst damit weitermachen. Und ansonsten andere Spiele, Assassin's Creed Odyssey spiele ich ein zweites Mal durch. Ich gehe diesmal einen Weg. Also beim ersten Mal durchspielen habe ich versucht, so viel Gutes wie möglich zu machen. Jetzt beim zweiten Mal halt so viel Schlechtes wie möglich, weil ich mal die Auswirkungen davon sehen möchte gerne. Ja, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Bösewicht, aber naja. Und Sonic Heroes spiele ich auch noch aktuell, aber nur auf dem Emulator auf dem Handy, weil mein CD geht nicht mehr.
Meine Ziele für die Zukunft sind erstmal meine Ausbildung zu schaffen, auf jeden Fall. Ich mache die Ausbildung zum Hauswirtschafter aktuell, was kein Frauenberuf ist, möchte ich mal festhalten. Männliche Hauswirtschafter sind sogar sehr gefragt tatsächlich. Ja, und ansonsten irgendwann eine eigene Wohnung, also einen eigenen Wohnsitz zu haben, wäre nicht schlecht. Das klingt so, als ob ich eine Villa auf dem Land haben will. Nein. Wobei, so als alter Mann, so ein kleines Haus auf dem Land, wo ich dann einfach nur in Ruhe meine, ja, vielleicht mal ein Buch schreibe oder eine Zeichnung habe. Sowas wäre mal nicht schlecht. Eine Familie natürlich, aber das muss ich halt alles erstmal finden. Dafür muss ich halt die Grundbausteine legen und ja. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, wirklich. Kümmert euch um eure Zukunft und es wird sich lohnen. Vertraut mir, es wird sich wirklich lohnen. Mein Musikgeschmack ist sehr speziell, muss ich echt zugeben. Weil ich höre hauptsächlich nur die Musik, die mir gefällt. Das heißt, ich gehe jetzt nicht nach Gruppe. Ich höre jetzt nicht nach Gruppe. Fall Out Boy zum Beispiel höre ich gerne. Two Steps From Hell, AC/DC. Das höre ich sehr gerne. Aber halt auch Soundtracks. Soundtracks höre ich super gerne. Egal, ob jetzt von Spielen, wenn ich da jetzt ein Spiel habe wie Sonic Forces zum Beispiel, was einen super Soundtrack hat tatsächlich. Davon hole ich mir dann halt die Musik und höre die einfach in meiner Freizeit, weil mir gefällt die Musik halt gerne. Und genauso ist es bei Filmen auch. Und ich höre jetzt auch Musik nicht nach Sänger unbedingt. Mir würde jetzt auch kein Sänger direkt einfallen, der so bekannt ist und den ich höre. Vielleicht Mark Foster ab und zu mal, aber auch den vielleicht nur ein oder zweimal im Monat. Ich höre nicht so oft Musik, ich habe da nicht so viel Zeit dazu. Ja, die letzte Frage für heute. Was so meine Lieblingsfilme sind, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde sagen, ja, die Marvel-Filme finde ich schon ziemlich cool. Ich bin ja sowieso so ein Marvel-Freak und nicht so DC-Fan. Aber Marvel Endgame zum Beispiel war ein super Film. Denke ich mal, sind wir uns alle einig. Es gibt einmal die Gruppierung, die Endgame sagen, boah, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und es gibt einmal die Leute, die sagen, wow, das ist der beste Film. Wirklich, der ist super. Ist ja nicht umsonst der erfolgreichste Film aller Zeiten, glaube ich. Stand 2020, April, ja. Kann sein, dass er mittlerweile abgelöst wurde, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das hätte ich mitbekommen. Ansonsten Filme, die ich noch gut finde. Der Sonic-Film, er war in Ordnung, aber er war nicht perfekt. Allein die Synchro von Sonic war, nee. Sie hätten wirklich den originalen Sprecher nehmen sollen oder einen, der so ähnlich klingt. Aber Julian Bam hat einen guten Job gemacht, einen halbwegs guten, aber er hat absolut nicht ins Franchise gepasst von Sonic, meiner Meinung nach. Er hat nicht reingepasst. Abgesehen davon haben sie vieles im Film reingemacht, was überhaupt nicht in Sonic-Spielen drin vorkam, wie zum Beispiel Sonics Hintergrundgeschichte. Ich habe nicht alle Sonic-Spiele gespielt, aber diese komische Eule, die im Film zu sehen war, ist kein Spoiler, die kam ja schon am Anfang drin vor. Warum haben sie die reingebaut? Warum? Sonic hätte ein Waisenkind sein können von mir aus. Der hätte keine Eltern gebraucht. Und dann eine Eule als Team, also als Adoptivmutter zu haben, nee, bin ich kein Fan von. Und das Finale war, das ist jetzt ein Spoiler vom Film, das Finale vom Sonic-Film war enttäuschend. Man kennt es eigentlich, dass Eggman, der von Jim Carrey gespielt wurde, eine bessere Wahl hätten sie nicht treffen können. Jim Carrey macht einen super Job. Einziger Kritikpunkt, er hat nicht das Eggman-Design gehabt, denn das hat er erst am Ende vom Film bekommen. Das ist schon schade. Nee, aber bei jedem Sonic-Spiel ist halt das Finale so. Riesenroboter, Eggman gegen Sonic, Finale, epische Musik. Und das hat mir einfach gefehlt. Der Film war viel zu schnell vorbei und das war einfach ziemlich schade. Sie haben Fortnite-Tänze eingebaut, was unter aller Kanone ist. Das werde ich dem Film nie verzeihen. Also Paramount Pictures, schämt euch. Und ich erinnere mich noch, dass ich im Kino saß und dann Kitty gesessen hat und das meinte, ach guck mal, Fortnite. Ich wäre am liebsten einfach aufgestanden und hätte dieses Kind erwürgt. Nicht wirklich, ich liebe Kinder. Aber ernsthaft, das hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten war der Film doch in Ordnung. Der Film war wirklich gut. Sie haben ein paar Sonic-Themes eingebaut, was auch nice war. Ein Sonic-Meme haben sie auch eingebaut, das Sonic-Meme. Dieses, was in der Zeichnung aufgetreten ist, was schon cool war. War cool designed, also war cool gelöst. Und ja. Ansonsten ist die Story wirklich nicht herausragend, aber naja. Ansonsten meine Filme, ja, hauptsächlich One Piece Filme natürlich, die ich allerdings auch nicht so oft schaue. Und wenn ich mir mal einen Film anschaue, dann halt meistens welche, die ich noch nicht kenne.
Ja, und das war soweit ein FAQ-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es nicht so lang geworden ist. Ich werde jetzt in Zukunft wahrscheinlich nur so alle 2 bis 3 Tage ein Video machen, weil jetzt da die Ausbildung und die Arbeit wieder losgeht und da die Corona-Zeit langsam abnimmt und die Quarantäne, habe ich da nicht wirklich viel Zeit mehr für. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber ich habe bisher 18 Videos. Ich glaube, das hier wird das 19. Ja. Ansonsten habt Spaß im Leben und ihr wisst Bescheid, wie ihr mir eure Zustimmung zeigen könnt. Eure Danksagung ist mir wirklich halt schon wichtig und dass ihr Kritik an mir äußert, wie ich es verbessern kann. Es gab ein paar Leute, die meinten, ja, bau mehr Effekte ein. Wenn man nicht viel Zeit hat, ist es manchmal gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Ich muss gucken, dass ich auch mit dem Schneiden hinterherkomme. Ansonsten viel Spaß noch und ciao.